Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Mad Max. Ja Leute, wir bringen jetzt den Dune Fessel Carrier zum Startpunkt. Ich hoffe, dass wir es diesmal schaffen. Und hey, sorry für meinen verplanten Tag gestern. Das war ja der Wahnsinn. Zuerst kommt Part 45 vor 44 online. Beim anderen, bei Black Sails, seine Überschrift nicht passt. Oh mein Gott, ey. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Aber diesmal ziehen wir sauber durch hier jetzt. Schluck Powerkaffee und ab geht's. So, eh halt entsprechend. Nein, viel zu sagen gibt's jetzt nicht. Sondern wir fahren jetzt gleich mal los. So, markiere uns gleich mal hier den Point auf der Karte. Und zwar, das ist der erste. Ich muss erstmal hier raus, ja. So, also das ist dann Dune Fessel Carrier, die fünfte oder so. Irgendwie sowas. Ja gut, mir wurde auch jedes Mal abgelenkt und in der Zwischendrin immer noch was anderes gemacht. Gut, zweimal bin ich auch verreckt. Das Ding lenkt immer nur wie ein Panzer. Der Wahnsinn. Boah, ich mach nur Taste kaputt an meiner Tastatur. Ey. So scheiße lenkt das Ding. Egal, immer weiter. Oh mein Gott. Darf ich das mal? Oh, das Ding. Wahnsinn. Rechts, rechts, rechts. Entweder wir sind überladen oder das Ding, das fährt generell so schlecht. Also irgendwas passt da nicht. Aber mir wäre es noch kriegen. Diesmal versprochen. Versprech's euch. Oh oh. Oh, das war knapp. Oh, der eine ist fast down. Wir kommen jetzt eh gleich in den Engpass. Und ich denke, in dem Engpass werden wir alle. Da machen wir so fresh, die Jungs hier. Oh, warte mal, den machen wir gleich fresh da. Ne? Wir können zur Not unsere Karre auch schnell reparieren. Aber das kostet ziemlich viel Gold. Ey Digga, jetzt übertreib's mal nicht hier, ja? Ja, die haut schon gut Damage raus, gell? Ey, lass mich jetzt wenigstens nur da durchfahren. Ich muss ihn reparieren dann. Really? Messerverschwendung eigentlich, gell? Dass der Letzte jetzt nur so Welle schieben muss, gell? Weg aus! Komm, macht doch wenig Sinn, jetzt nur rumzufahren. Ich will jetzt aber auch keine Munition verschwenden wegen dem. Stell mir einfach dahin, nein. Da muss er aussteigen. Ja, wie lange es dauert, bis er es merkt? Oder morgen? So, reparieren wir kurz unser Lastwägele und dann. Schnellreparatur 386. Müssen wir jetzt in der saure Apfel beißen, aber. Wir haben eh 6000 Schrott. Von daher halb so wild. So. Und jetzt ist der Punkt hier draußen. Da müssen wir jetzt hin. Da müssen wir jetzt heil ankommen. Und dann haben wir die Sache mit dem Dune Fessel Carrier auch hinter uns. Ja, bis jetzt sind wir noch nicht dort, aber. Ja, müssen wir halt noch ein bisschen Schrott springen lassen und die Karre da reparieren. Oh, das Ding da, das ist ziemlich schmal.
Warum leckt es jetzt? Bene. An der Düne ist eh ziemlich ruhig. So. Hoffe ich doch, dass man davon große Angriffe verschont bleibe. Sicherer als der Pfad der Totenlehre. Tja, dann lehnen wir uns mal ein bisschen zurück und genießen die Fahrt, ne? Chili Willi. Chili Willi, Schaumbad und Kippe. Kannst du die Hautcreme auftragen, bitte? Da kommen zwei Jungs, aber ich glaube, die fahren weiter. Ich glaube, die haben uns nicht bemerkt. Griechischer Vielficker. Ein Schnipper da oben auf dem Turm. Ah, der kriegt uns auch nicht. Oh, da unten kommt der. Scheiße. Das ist nicht gut, Leute. Ich muss da rechts abbiegen. Weil ich bin auf der ihrer. Auf der ihrer Route, in welche Richtung fahren denn die? Ich glaube, die kommen her. Ja. Muss ich uns mal kurz hier beiseite stellen. In der Hoffnung, sie sehen uns nicht. Ja, weil auf die Jungs habe ich jetzt gar keine Lust mit dem LKW hier. Okay, sehen uns nächste. Können wir beruhigt weiterfahren auf der Route. Hey, was geht denn hier? Und wir fahren da runter. Scheiß da drauf. So schlimm kann es nicht werden. Jawoll. Zack, boom, bang. Hätte ich gar nicht warten müssen. Eh gleich aus, wie es aussieht, ja? Das war unnötig. Ich will nur auch kommen, Jungs. Lasst mir nur auch kommen. Wenn ich aussteige, ist sowieso Sense. Das wisst ihr. I think I see it. Up front. Yeah, wir haben es geschafft. Yeah. So. Yeah, meine Fans. Ich bin da. Thanks me later. Okay. Jetzt können Sie mit Ihrem Düne-Schiff davon segeln. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao. Nein, also nicht ihren Part. Part ist nun los. Wir haben noch gute 10 Minuten. Da reißen wir noch was in den 10 Minuten. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass wir unsere Karre noch verbessert kriegen. Fahre den Dune Vessel Carrier zum Startpunkt. Ödland-Mission abgeschlossen, Exodus. Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber diese Reise ist zum Scheitern verurteilt. Nur wenige überleben das große Nichts. Zumindest habe ich meinen Teil beigetragen. Jawohl, den haben wir. Wir können ruhig schlafen heute Nacht, wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Neues Fahrzeug der Sammlung hinzugefügt. Dune Vessel Carrier. Wow, den wollte ich schon immer.
den LKW, dass ich länger lässt wie ein Panzer. Da werden wir gleich mal deiner Kollege. Harry, fahr den Wagen vor. Da ist er, hey, die kommen losgeschossen. Jawohl. Servus, Digga. Er ist fresh. Haben wir alles? So, Leute, dann würde ich mal sagen, wir müssen hier in der Region nochmal ein bisschen klar Schiff machen, ha? Wenn wir das so angucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal nur was reißen müssen hier. Was steigt jetzt da an in den Lastwagen ein? Mei, mei, mei. Are you away on one of your long journeys inside your brain? Are you well enough to drive? Werkstatt geht natürlich wieder gar nichts. Dann schauen wir mal, wo wir uns jetzt gerade befinden. So allzu viel gibt es da jetzt auch noch nicht zu machen. Machen wir mal bei Pink Eye in der Gegend noch ein bisschen. Moment, wir müssen mal schön googeln, was wir werkstattmäßig, was brauchen wir denn, was könnte man denn brauchen? Hier, was brauchen wir denn, damit er schneller repariert seine Ödland-Mission? Schlüssel aller Schrauben. Okay, die können wir noch nicht machen. Was wäre denn noch geil? V8, da müssen wir das Rennen erst noch machen. Der Auspuff, verringere die Bedrohung auf Stufe 2 im Hoheitsgebiet von Pink Eye, um diese Verbesserung freizuschalten. Ich würde sagen, den Auspuff, den gönnen wir uns noch, oder? Dann fahren wir ins Gebiet von Pink Eye. Fahren wir ins Gebiet von Pink Eye und machen da mal nur. Ja. Wenn wir als erstes vielleicht mal den Ballon hier machen müssen, ne? Ich denke. I think so, Leute. Machen wir noch schön den Ballon und dann. So, Leute. Dann machen wir jetzt den Ballon. Dann haben wir mehr Vision auf der Map und dann können wir auch das Hoheitsgebiet von hier. Besser säubern und von Stufe 3 auf mindestens 2 bringen. So, und das jetzt wieder, wo ich hängen geblieben bin. What a blast! Standen da oben auf dem Berg? Da stand ein Fahrzeug. Da steht nochmal ein Fahrzeug. Leute, was stehen da denn alle da so blöd da rum? Was? Oh, da oben. Den müssen wir mitnehmen. Da können wir auch schon mal dann die Bedrohungsstufe verringern. Da nehmen wir noch mit den Kollegen. Warum leckt's denn heute? Das gibt's doch gar nicht. Jungs. Leute. Kommt uns da was entgegen oder fahrt es vor uns weg? Fährt weg. Ja, dann lassen wir sie. Dann haben wir sie fahren. Kein Bock auf die. Wie komme ich denn da hoch? Was machen wir mit? Ah, da drüben ist eine Rampe. Alles klar. Wenn wir dann über Jumper. It's a triple collector. Water, Saint. Water. Roadkill cluster incoming. Shit, ich kann die noch gar nicht machen. Muss ich gucken, dass ich sie so jetzt down krieg. Naja, easy. Easy peasy. Silberschrott. Wahnsinn. Dass sich das nicht erhöht. 4 Schrott. Das lohnt sich echt nicht zum Aussteigen. Ohne Witz. Und dann noch die Schrottteile rumrennen muss. Und nicht nachkommen. Und sich das echt gar nicht eigentlich. So, dann fahren wir mal zu dem Ballon. Das seien ja eh schon dahin.
Mit der Brücke habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir können auch die Jungs da unten noch schön frisch machen. Wobei man kein Wasser braucht, aber ist egal. Lagern wir nur kurz mit. Jawohl, mit der Hechtrolle raus. Eins hat's. Eins hat's. Servus, Jungs. Hoppla, erstmal den Herbstschlag. Oh, der explodiert. It's a trap. Oh. It's not a trap. It's real. I don't mean to question your saintly methods, but the angel calls for our holy work to go on. Also ab einem gewissen Level, wie soll ich sagen, da lohnt sich das so gut wie gar nicht mehr, da irgendwas einzusammeln. Also ab einem gewissen... ja. Weil die Schrottteile so klein gering sind, dass das kaum was ausmacht. So, los, komm, wo liegt denn jetzt das letzte Schrottteil? War doch noch eins, oder? Oh, historisches Relikt liegt ja auch noch irgendwo. Mal gucken, ob ich denn in den Bus rein kann hier. Jawohl. Really? Muss ich jetzt wirklich mit dem Fahrzeug das Ding aufmachen? Komm mal her. Kann gerade nicht rufen. Warum nicht? Ja, Jungs, wartet, ich bin gleich da, können wir ein bisschen Party machen. Das Relikt habe ich trotzdem nicht gefunden, ist mal egal. Feierabend jetzt. But it's Scrotus property. So. Nehmen wir mal. Sollen wir den Dings noch schön mitnehmen, die Vogelscheuche? Ja, freilich, die nehmen wir noch mit. The sacred carcass! Right there! More scrap for us! Boah. Ein paar Sniper gibt's hier auch. Ey, wie soll ich denn da jetzt wieder hochkommen? Ich glaube, die kann ich mit meiner Harpune noch gar nicht abknallen, gell? Bin ich noch zu low? Machen wir es so. Diese Egler jetzt passen einfach auf mich. Wie viel Schuss brauchen die? Oh! Hätte ich auch vorsehen können. Shooter macht nichts aus, da fahren wir eiskalt vorbei. Ja.
Ja, Leute. Aber, dann würde ich sagen, den Ballon hier, den machen wir im nächsten Part. Der kommt heute auch noch online. Haut rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, ciao.